Ja, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Runner 2, zur höchstwahrscheinlich letzten Aufnahmesession, zumindest was die normalen Level angeht. Ich guck mal, wie lange diese Welt mit ihren normalen Leveln, also normale Level natürlich in Anführungszeichen, wohl noch so gehen wird, denn ich möchte ja, wie schon ein paar Mal gesagt, jetzt mittlerweile die Retro-Level noch im Anschluss zeigen. Ich weiß nicht, wie lang das Ganze ist mit den Retro-Leveln. Ich glaube, dass es so pro Welt ein bis zwei Retro-Level gibt oder so. Ich glaube, so war das. Und jedes Retro-Level ist dann quasi so eine einzige Stage. Ich schätze mal nicht, dass es allzu lange dauern wird. Vielleicht werde ich es noch in dieser Aufnahmesession oder zumindest in einer nächsten unterbringen. Aber mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Zuerst mal müssen wir natürlich überhaupt mal den Bitrip hier abschließen. Und das kann ja noch ein wenig dauern, so erfahrungsgemäß. Also starten wir am besten gleich rein mit Melted Luster. Und die Musik in dieser Welt gefällt mir sehr, sehr gut, habe ich beim letzten Mal gemerkt. Und ich freue mich drauf auf jeden Fall auf dieses Erlebnis hier im Bitrip. Und im Hintergrund natürlich die alten Bitrip-Spiele, beziehungsweise ein altes Bitrip. Ich glaube, das ist Core im Hintergrund, kann das sein? Weil Core war, glaube ich, ein relativ verwirrendes Spiel oder zumindest ein relativ kompliziert aussehendes Spiel. Und habt ihr gerade gemerkt, dass die Dinger sich auf und zu bewegen? Das finde ich mal so gar nicht nett. Das ist im Grunde genommen, glaube ich, so Dance Dance Revolution, nur mit vier Achsen sozusagen, statt vier Linien. Irgendwie so in der Art. Das ist schwer zu beschreiben. Sah auf jeden Fall äußerst kompliziert aus, fand ich. Also, ich denke mal, es wäre zu kompliziert für mich, sagen wir mal so. Aber ich habe es noch nie probiert. Vielleicht wäre es ja doch was für mich. Ich schätze aber eher mal nicht. So, na toll, da habe ich gerade natürlich wieder das Plus verpasst. Ne? Was habe ich denn bisher eigentlich erreicht? Bisher mal so gar nichts. Ich gehe einfach durch, als wäre hier gar nichts, sozusagen. Und der im Hintergrund oder das Ding im Hintergrund wartet immer noch auf mich. Ja, da kannst du lange warten, denn ich komme erstmal nicht zu dir. Zuerst mal muss ich zu meiner alten Stärke wieder zurückfinden, sage ich mal. Und die besteht darin, einfach keine Herausforderung anzunehmen in diesem Spiel, sondern immer mich wegzuducken, wenn es denn geht. Vorhin ging es nicht, das hat man ganz klar gesehen, aber oftmals geht's und macht die Situation um einiges leichter, wie ich finde. Im Übrigen ist das hier nur zwei Tage nach der letzten Aufnahmesession Runner 2, denn ich habe mir so gedacht, komm Junge, machst du das jetzt langsam mal fertig. Du willst da dran ja auch nicht ewig hängen bleiben und die Welt gefällt dir so gut, ich konnte einfach auch nicht mehr viel länger warten, weil diese Welt, die ist echt sehr genial, finde ich. Von der Musik her, von der Aufmachung her, von allem eigentlich. Und, Pluspunkt, sobald ich dieses Projekt natürlich erstmal durch habe und das ist nicht Priorität, auch wenn das vielleicht gerade so klingen mag, aber sobald dem so ist, habe ich natürlich auch mehr Zeit für andere Projekte, für meine bereits bestehenden Projekte und vielleicht auch für neue Projekte dann mal. Also das kann eigentlich nur allen zugutekommen. Egal, weiter geht's auf jeden Fall mit dem Genuss dieses Spiels jetzt erstmal, bevor es zu Ende ist. Und ich möchte nicht, dass es endet, weil ich finde dieses Spiel großartig eigentlich. Aber wie sagt man so schön, alles Gute hat ein Ende und in diesem Fall ist das nur allzu wahr. Das ist ein kompliziertes Level, also ganz ehrlich. Vor allen Dingen, um wieder reinzukommen, weil ich habe natürlich keinen Trainingslauf gemacht oder sowas. Aber trotzdem ein amazing ein Stunning Feat heißt es jetzt natürlich hier im Bitrip, weil hier ist natürlich alles anders. Ich meine, das wäre auch zu einfach, wenn im Bitrip alles gleich wäre wie in den anderen Welten. Dann wäre es ja nichts Besonderes, dann wäre der Bitrip ja kein Bitrip, sondern einfach nur Welt 5 oder so, ja. Und nur Welt 5 will ja keiner sein. 262 Goldstücke reichen natürlich auch, um gleich mal hierhin zu kommen. Und das nutze ich aber mal sowas von aus, da könnte ich mir aber glauben. Also ich gehe ja mal sowas von rein. X für Omega, Hallöle. Den Schlüssel haben wir natürlich leider noch nicht zur Verfügung, müssen wir also später nochmal hierher kommen. Aber das sollten wir mittlerweile gewohnt sein, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Moment, wenn ich jetzt hier hochgehe, heißt es bestimmt, dass hier oben irgendwo der Schlüssel ist, oder? Hätte ich vielleicht nicht machen. Das ist die mit Abstand längste Treppe, die wir bisher in diesem Spiel hatten. Die Entwickler wussten wohl, wie sehr die Leute Treppen lieben. Oh Mann. Moment, ist das jetzt einfach nur das gleiche nochmal runter? Ah, Trollentwickler, ganz ehrlich. Treppe hoch, Treppe runter. Hammer. Sehr gut. Gefällt mir. Die haben zumindest einen Sinn für Humor, weil sie wissen, dass Leute Treppen nicht ausstehen können in diesem Spiel. Aber an sich ist das Ganze gar nicht mal so schwer, sofern man sich an den Rhythmus des Liedes hält und irgendwann einen gewissen Rhythmus... Böse Fliege, böse Fliege. Die hat mich jetzt rausgebracht aus diesem verdammten Rhythmus.
Warum flog die auch gerade direkt vor meinem Gesicht rum? Ich habe die gerade versucht wegzupusten, habe aber wahrscheinlich im Mikro gehört. Aber hat leider nicht so richtig funktioniert. Nun ja, doofe Sache das. Aber ich versuche trotzdem wieder in meinen, wow, in meinen alten Rhythmus reinzufinden, wollte ich sagen. Und das ist gar nicht so einfach, während im Hintergrund da das Core-Spiel weitergeht, natürlich. Als gäbe es kein Morgen mehr. Eben hatte ich noch so einen super Rhythmus drin, ja? Und jetzt plötzlich ist er weg. Dank dieser dämlichen Fliege habe ich jetzt plötzlich den Rhythmus verloren. Sag mal, wie lang ist diese Treppe denn? Wow! Ernsthaft? Bei der letzten Stufe? Selten ein so interessantes Level gesehen. Treppen. It's the future. Wer braucht schon Lifts oder sonstiges, Rolltreppen, wenn es auch die ganz normalen statischen Treppen gibt, wo man einfach jede Stufe bezwingen muss, einzeln. Wow, okay, da hat meine Spacebar gerade geklemmt. Es tut mir leid, das ist jetzt tatsächlich mal keine Ausrede zur Abwechslung. Da hat tatsächlich gerade meine Spacebar verdammt nochmal geklemmt. Ich brauche eh eine neue Tastatur. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken über diese Anschaffung, denn so teuer sind die Dinger ja nun wirklich nicht. Oh, ich wollte gerade nach oben drücken, ne? Das wäre mal ein sicherer Untergang gewesen. Oh, wir müssen ja nochmal hier rein in das Level, ne? Oh, ich hätte das kombinieren sollen mit der Schatztruhe, ich Dummkopf. Da muss ich ja später hier nochmal rein. Die Zielscheibe ist ja großartig. Yes! Ah, das Schöne ist natürlich die Triffzone jetzt, das Bullseye. Finde ich sehr geil mit diesem quadratischen Kreis. Also, ihr wisst schon, was ich meine, mit dem Quadrat. Das ist ja kein quadratischer Kreis, das ist einfach nur ein Quadrat, ja? Denn ein quadratischer Kreis ist tatsächlich ein Quadrat in diesem Spiel. Superglide. Könnte das irgendwas zu bedeuten haben? Kriegen wir hier vielleicht was Neues? Nein, tatsächlich nicht. Aber Superglide könnte heißen, dass wir hier mit dem Halten der Spacebar irgendwie operieren müssen. Das könnte interessant sein. Oder dass sowas hier häufiger drin vorkommt. Ach nee, vielleicht, dass diese Metallstangen da häufiger drin vorkommen, die ja hier diese sehr verwirrende Textur haben. Das könnte sein. Das könnte sich hinter diesem Titel verbergen. Denn nur so würde er irgendwie Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Okay, das klingt irgendwo logisch. Gucken wir doch mal. Vielleicht ist das ganze Level einfach nur so eine einzige von diesen Metallstangen. Okay, das hat sich gerade erledigt, weil offensichtlich nicht. Das kann man ja hier schon sehen. Offensichtlich ist dem nicht so. Aber es wäre auch mal lustig gewesen eigentlich, alles nur eine einzige Metallstange werden zu lassen oder was auch immer das hier halt für Material ist. Was ist eigentlich mit denen da im Hintergrund los? Die werden ja langsam so zu Spaghetti. Die verschlingen sich so ineinander, bilden einen Knoten, eine Schleife, was auch immer. Muss auf jeden Fall gut halten. Denn so funktioniert das nämlich mit der Paarung bei diesen Wesen. Die verknoten sich und können sich dann auch gar nicht mehr trennen, selbst wenn sie wollten. Das hat die Natur clever eingerichtet. Denn sobald man dann mal einen Paarungspartner gefunden hat, ist sie auch fürs Leben an einen gekoppelt. Weil so sicher sind die Knoten tatsächlich. Lebenslang haltend. Ich mag's ja, wie diese Kamera so ein bisschen anders fährt, wenn man in der Nähe von einem Checkpoint ist, um einen so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, Junge, du musst nur noch ein ganz bisschen durchhalten, dann bist du am Checkpoint. Das finde ich immer sehr schön, weil dann weiß ich genau, gleich bin ich in Sicherheit und das Spiel weiß auch, dass ich mich so fühle, denke ich, und will mir diese, okay, das war unfair, will mir diese positive Emotion vermitteln. Ich habe gesehen, da war ein alternativer Pfad, den muss ich mir natürlich auch erstmal schnappen. Ich meine, das ist, glaube ich, ganz ohne Frage, dass ich das muss. Das ist without question, wie der Engländer sagt. So, jetzt bin ich doch schon mal auf richtigem Kurs. Würde ich zumindest mal meinen. Ich meine, ich habe schon so einiges gemeint in diesem Let's Play und in anderen Oh, das hätte ich sehen müssen. Das hätte ich einfach nur sehen müssen. Das war doof von mir. Und von daher, auf meine Meinung, sollte man vielleicht nicht unbedingt viel geben, erfahrungsgemäß nach. Aber ich denke, ich sollte sie trotzdem sagen dürfen. Das ist ja mein gutes Recht nach Verfassungsartikel. Die kann ich natürlich auswendig. Von daher habe ich auch gerade exakt den richtigen Paragraphen genannt. Und ich bin Rechtsanwalt, solltet ihr dazu wissen. Jawohl. Oh, das ist gerade so trippy mit dem Hintergrund. Ihr glaubt das ja nicht. Weil, dass dieser
bescheuerte Hintergrund mit den Sternen ist, verwischt das alles so ein bisschen zu schlieren, wenn man sich dann bewegt in dieser Welt, was man ja bei Runner 2 normalerweise macht. Und dann, nicht nur, dass man diesen Tunnelblick hat, dann hat man auch im Hintergrund von diesem Tunnelblick diese komischen Schlieren, die das Ganze noch schlimmer machen. Also, entweder wussten die Entwickler das und wollten einen mal wieder nur trollen, oder die wussten es nicht und sind einfach nur dumm. Ich tippe eher mal auf Ersteres, ich weiß aber nicht warum. Sweet Eye Fools? Fuels? Sweet Eye Fuels. Ich weiß nicht, was das letzte Wort heißt. Mal wieder. Warum habe ich nicht die ganze Zeit so ein Deutsch-Englisch-Englisch-Deutsch neben mir liegen? A new friend awaits! Okay, los geht's. Das könnte sehr hilfreich sein, wollte ich noch sagen. Aber der A new friend, der hat mich natürlich vollkommen rausgebracht. Der muss natürlich jetzt erstmal sein, ne? Den schnapp ich mir doch. Oh ja, das werde ich tun. Okay, ich dachte gerade schon, ich schaffe das nicht mehr. Das war nämlich gerade sehr, sehr knapp mit diesen Sprüngen. Und knappe Sprünge wollen mir irgendwie nicht so ganz gefallen in diesem Let's Play, weil knappe Sprünge bedeuten meistens in diesem Spiel den Tod. Ach, komm schon. Genauso wie das Loslassen. Der nach unten Taste auf dem Keyboard, das bedeutet auch häufiger mal den Tod. Wie eben gezeigt, als ich es dummerweise getan habe. Lesson learned. Eher nicht. Also die Lesson wurde vielleicht nicht so ganz learned von mir. Ich finde es gut, dass die so eine Reichweite haben, diese Ventilatoren, weil ansonsten wäre ich schon des Öfteren gestorben. Einfach ganz brutal gegen den Ventilator geknallt wäre ich. Und das wäre nun mal ein Anblick gewesen, den hätte man den Kindern nicht zeigen können, ja? Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, kinderfreundliche Unterhaltung hier zu bieten. Von daher wäre das so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen für mich, dass ich hier mal an einer kleinen Stelle mal nicht kinderfreundliche Sachen hätte. Und ich denke mal, das sollte jeder nachvollziehen können. Und warum sterbe ich da die ganze Zeit an diesen Sprüngen des Todes, die eigentlich nichts weiter sind als ganz normale Sprünge des absoluten Nicht-Todes? Man könnte mich ja schon für dumm halten, aber das wäre zu einfach. Ja, das wäre viel zu einfach, mich sofort als dumm abzustempeln. Ich bin mehr als das. Ich bin ein Trottel. Ist auf jeden Fall ein schöner Rhythmus, den sie da bilden können mit diesen Bounce-Dingern. Und ja, ich habe mir mal den Namen gemerkt. Unglaublich, oder? Und das da gerade war eine fiese Stelle, bei der ich da gerade gestorben bin. Weil ich zumindest, konnte nicht so richtig überblicken, was da das Ziel war von den Entwicklern, was ich da machen sollte. Vielleicht war es ja gerade das Ziel der Entwickler. Und ich spekuliere hier natürlich wieder und Spekulationen sind nie so gut bei mir, wie gesagt. Dass es das Ziel der Entwickler war, dass man eben nicht sofort sehen kann, worum es da geht. Wenn ja, fiese Sache. Ganz, 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 ganz fiese Sache. Sowas mag ich nicht, ja? Möchte ich ganz ehrlich sagen. Sowas mag ich einfach nicht. Was ich mag, sind Treppen. Habe ich ja schon in einem vorherigen Level gezeigt. Treppen sind was ganz Tolles. Besonders, wenn man ein ganzes Level nur darauf basieren lässt, dass man Treppen steigen muss und Treppen wieder runterfallen muss. Ja, das ist immer super. Ich habe da gerade einen Speed-Up-Teil gesehen und ich sollte, glaube ich, echt in der letzten Sekunde erst abspringen an dieser Klippe. Denn ansonsten scheine ich das einfach schlichtweg nicht zu schaffen von der Entfernung her. Das passt scheinbar einfach nicht. Okay, habe ich mir gemerkt. Und ich werde es auch mal natürlich versuchen einzusetzen gleich. Denn ansonsten könnte ich hier noch ein paar Mal häufiger sterben. Und ich glaube, das will niemand sich angucken. Das ist langweilig, das ist uninteressant, das ist das, was alle anderen YouTuber machen. Ich muss mich ja mal von der Masse abheben, indem ich nur halb so oft sterbe. Ich meine, es gibt die Masse der guten YouTuber, die alles First Try schaffen oder zumindest im zweiten Anlauf oder sowas. Und es gibt die Masse der richtig schlechten YouTuber, die nie irgendwas schaffen oder wenn, dann nur nach richtig, richtig vielen Anläufen. Aber es gibt sehr, sehr wenige YouTuber, die den Mittelweg, ich bin ein Idiot, die den Mittelweg vertreten. Da hätte ich mich gerade einfach nur ducken müssen, das wäre alles gewesen. Und halb schlecht sind. Ich denke, ich will mich in diese Sparte der halb schlechten YouTuber einordnen und ganz famous werden dadurch dann, weil ich der Einzige bin in dieser Sparte, der wirklich was auf dem Kasten hat. Ja, also ich habe natürlich was auf dem Kasten. So sieht's doch mal aus. Ich bin ein guter Mensch. Ich kann alles. Aber halb schlecht. Und das ist der Trick dabei. Übrigens war, nur damit da keine Verwirrung aufkommt, sämtliches Eigenlob vorhin rein zur Ironie gedacht. Vielen Dank.
Nicht, dass man da irgendwas durcheinander bringt. Ich meine, ich würde echt... Selbstlob, das ist was, was ich finde, wirklich, wirklich... Das geht eigentlich nicht. Selbstlob finde ich immer schrecklich. Und deshalb werde ich auch immer vermeiden, irgendwie sowas zu machen. Ich meine, ich habe eh nicht viele Gelegenheiten, mich selbst zu loben. So ist es nun mal. Trauriges Dasein für euch hier. Aber es ist die Wahrheit. Von daher, so viele Gelegenheiten habe ich dazu auch gar nicht. Und selbst wenn, ich versuche es einfach zu unterdrücken, mich irgendwie selbst zu loben, weil ich finde es einfach echt ein bisschen unangebracht. Aber gut. So, endlich Checkpoint. Meine Güte, müssen wir das endlich von vorhin nicht mehr machen. Mann, das hat ja ewig gedauert, bis hierhin erstmal zu kommen. Was wir mal hatten, der Rest ist sau einfach oder so, sagte er, während er direkt gestorben ist. Aber dennoch, ich schätze mal, der Rest ist total einfach an sich. Total einfach, da gibt's gar keine Probleme, also mal so überhaupt nicht. Gar kein Stückchen. So wie da gerade. Moment, ist es echt so, dass man, Moment... Wow, man kann tatsächlich nicht hüpfen, wenn man gleichzeitig die rechte Maustaste, ich sag die ganze Zeit Maustaste, auch wenn ich es gar nicht möchte, wenn man die rechte Taste auf der Tastatur gedrückt hält, kann man nicht mit dem Styler-Move hüpfen. Das wusste ich auch noch nicht, das ist aber sehr gut zu wissen, denn das könnte sehr viele Tode mir bescheren und hat es mir wahrscheinlich auch schon, weil ich es einfach noch nicht wusste zu der Zeit, als ich es dann getan habe. Aber gut zu wissen, dass dem so ist, dann kann ich es in Zukunft zumindest versuchen zu vermeiden. Stunning Feed und wir haben einen neuen Charakter mit den komischen Pixel-Ballons, die uns das nochmal klar machen, dass wir super sind. Und wer ist es? Es ist Captain Video. Aha, aha, aha. Ist er uns übergeordnet? Captain und Commander. Ist Commander über Captain oder ist Captain unter Commander? Keine Ahnung. Aber natürlich, wie es sich gehört, gehört er ausprobiert. So, wo ist er denn? Da ist er. jawohl, wie gut. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Entweder das Superhelden-Outfit, das so typisch schlecht aussieht, oder ein sehr, 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 sehr feiner Gentleman in hellblau. Natürlich, Default geht gar nicht. Oder ein Nerd. Nerds an die Macht. Also, Nerd, sofort. Den spiele ich doch sofort, den Nerd. Und mal gucken... Vielleicht ist das der einzige Charakter, den ich durchgängig spielen werde in dieser Welt. Nein, 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 nein. Ich werde natürlich wieder auf Commander Video wechseln, sobald ich den jetzt ein oder zwei Level lang gezeigt habe. Gar kein Problem. Also, ich würde aber mal sagen, das war's dann für diese erste Folge von Runner 2 mal wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, teilt es mir bitte mit. Liked, wenn ihr möchtet und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal zum Let's Play Runner 2. Auf Wiedersehen.